Herzlich willkommen aus dem Wald. Mein Name ist Alvo und heute soll es um einen praktischen Auslosungsgegenstand gehen im Hands-on. Das bedeutet im Ersteindruck, der mir zugeschickt worden ist. Heute geht es um coole Outdoor-Schuhe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Tja, das hier, meine Freunde. Das hier ist der Prabos-Schuh Phantom, Produktbezeichnung, in der Enkelhöhe, das heißt knapp über den Knöchel. Das hier ist ein sozusagen neues Modell, das ein bisschen anders ist als die Schuhe, die ich euch schon mal vorgestellt habe, und zwar die Prabos Vagabund-Schuhe, die ich bis heute regelmäßig nutze, also jetzt seit 2 Jahren fast im Dauereinsatz habe, die ich einfach gut finde, die entspannt sind. Klasse Produkt. Dieses Produkt ist mir dann jetzt hier zugeschickt worden, die Phantom Enkel, und ja, wir schauen uns heute einfach mal grundlegend an, was dieser Schuh ist und was auch der Unterschied ist zu dem Prabos Vagabund. Vorweg, dieser Schuh hier ist gedacht als etwas leichterer Schuh, also nicht als so dicker Wanderschuh wie der Prabos Vagabund. Und zwar ein bisschen vielleicht auch für den Stadteinsatz, der dann aber auch mal raus in die Natur gehen möchte. Vorweg, das kann man auf jeden Fall ohne Probleme machen. Die Vibram-Sohle funktioniert klasse. Hier ist es überall glatt. Samwise, mein kleiner Hund, legt sich teilweise fast hin. Ich kann ohne Probleme gehen. Auch ist er wasserdicht. Ich bin durch den Schnee gewartet. Kein Thema. Natürlich, wenn ihr hier oben Schnee reinbekommt, ist er nicht mehr wasserdicht. Ne? Deshalb Enkel, es gibt ihn auch nochmal in etwas tiefer und etwas höher, je nach Geschmack. Wir sprechen hier in einer Preisklasse von ungefähr 170, 169 Euro, je nachdem. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie hoch ihr den Schuh haben wollt. Ne? Je höher, desto teurer, je weiter unten, desto günstiger, weil mehr oder weniger Material, logischerweise. Wir haben hier oben, vorne meine ich, einen richtig festen Gummistoßschutz. Der tut seinen Dienst, das tut er auch schon beim Vagabund. Baugleich. Dann besteht hier die grundsätzliche Oberfläche des Schuhs aus hochwertigem Nubukleder, das natürlich, wenn es nicht imprägniert ist, nicht hundertprozentig wasserdicht ist, aber schon einen ziemlich guten Schutz liefert und gerade bei so einem Schnee eigentlich alles abhält, was so rankommt. In diesem Schuh haben wir im Gegensatz zum Vagabund eine Gore-Tex Carbon, das ist eine besonders leichte Version von Gore-Tex, verbaut, damit die Luftfeuchtigkeit nicht zu sehr im Schuh zunimmt und die Feuchtigkeit abgegeben wird nach außen. Gleichzeitig macht das den Schuh natürlich aber auch noch ein bisschen bequemer, wenn da so eine schön fluffige Membran drin sind. Und genau das ist nämlich auch das Thema. Hier wurden manche Sachen abgespeckt sozusagen, damit es nicht so ein dicker, harter Wanderschuh ist, damit es auch ein bisschen bequemer für den Alltagseinsatz ist. Das bedeutet, die Kevlar-Schicht ist etwas dünner geworden. Das heißt, ihr könnt nicht mehr auf die oberkrassesten Nägel mit 140 Kilo drauftreten, sondern nur noch mit 90 Kilo. Gleichzeitig wurde dafür aber die Dämpfungsschicht, die sich hier in der Sohle drin befindet, verdoppelt. Das heißt, dass ihr besonders viel Dämpfung im Arbeitsalltag, wenn ihr zum Beispiel auf Asphalt tretet etc. habt, damit ihr eine bessere Stabilität habt, damit ihr weniger Rückenschmerzen habt etc. Ihr merkt also schon, dieser Schuh ist zwar darauf ausgerichtet, ordentlich was zu können, aber er ist auch darauf ausgerichtet, ein bisschen bequemer zu sein, dass es jetzt ein fetter, dicker Wanderstiefel ist. Wir haben standardmäßige Schnürsenkel. Wir haben eine vernünftige Einlegesohle. Das ist immer so ein Thema manchmal, da wird gerne gespart. Aber die hat eine ordentliche Dämpfung. Denkt trotzdem daran, wenn ihr eurem Rücken was Gutes tun wollt, Einlegesohlen sollten immer ab einer gewissen Kilometerleistung gewechselt werden, weil ansonsten geht die Dämpfleistung verloren und das schlägt euch auf dem Rücken, weil die Dämpfung soll ja verhindern, dass die ganze Kraft hochgegeben wird an euer Skelett, an eure Wirbelsäule. Ne? Schont euch! Mir persönlich gefallen immer Schuhe am besten, die nicht ganz bis nach oben gehen, sondern nur leicht über den Knöchel, weil man da schon eine gewisse Stützlast hat, aber sich nicht vollkommen eingezwängt fühlt. Das Ganze ist natürlich anders, wenn ich bei Hochleistungswandern unterwegs bin. Da benutze ich dann andere Schuhe. Dafür sind die ja aber auch nicht gedacht. Ansonsten sehen wir, dass alle Nähte vernünftigst genäht sind. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern von allen Seiten. Ich habe keinen losen Faden gefunden, keine sich ablösende Klebestelle oder sonst irgendwas in der Richtung. Übrigens haben wir auch hinten einen ordentlichen Hackendämpfer, genauso wie vorne, sodass man da auch gut mal irgendwo gegenstoßen kann, ohne sich direkt weh zu tun, ne, oder seinem Fuß zu schaden in der Richtung. Der Schnitt von dem Schuh ist ziemlich ähnlich sonst zum Prabos Vagabund. Ich muss noch mal ein bisschen gucken, ne? Leder latscht sich ja mit der Zeit aus, passt sich dem Schuh an, das ist ja das Fantastische an Leder.
wie es dann am besten sich an den Schuh anpasst. Das heißt, komplett vergleichen kann ich natürlich erst in einigen Monaten, ob dieser Schuh genauso gut oder vielleicht besser, je nach natürlich Anforderungsgebiet ist, wie der Brabus Vagabund. Einordnen kann ich ihn in einer Preiskategorie mit, würde ich sagen, günstig. Es ist eine ordentliche Qualität, die man hier bekommt. Und bei den meisten Schuhherstellern, die ich so kenne, ja, da kriegst du weniger Qualität für mehr Geld, muss ich mal so sagen. Oder es kostet halt deutlich mehr, ne? Bei Meindl würde so ein Schuh locker mal 50 Euro mehr kosten. Und zum Beispiel bei einem Decathlon bekommst du im Regelfall bei den Eigenmarken gar keine solche Qualität. Das muss man halt leider einfach so sagen. Zumindest, und das ist immer ganz wichtig, wenn es einen um Langzeitbelastung geht, ne? Einfache Schuhe, die vielleicht nur ab und zu mal benutzt werden zum Wandern, die bekommt man auch in einem sehr, sehr günstigen Preisbereich. Aber das sind ja nicht die Anforderungen, die die meisten Outdoorer von uns haben. Und vor allen Dingen natürlich auch nicht Tracker und Vielwanderer. Tja, das war auch schon erstmal alles, was es zu den Phantom Brabos Outdoor-Schuhen zu sagen gibt. Wie gesagt, ein kleines erstes Hands-on. Ich werde jetzt nochmal richtig schön eine Runde wandern gehen und ihr werdet bestimmt noch ein weiteres Video zu den Schuhen bekommen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich einen Link. Dort könnt ihr zu sicherstadt.de gehen. Ja, der Jaromir, der vertreibt hier die Schuhe, der kümmert sich um alles und könnt euch da mal angucken. Es gibt verschiedenste Farben, verschiedene Variationen in den Schuhen. Könnt ihr euch einfach mal selbst ein bisschen schlau machen, wenn ihr auf der Suche nach einem guten, günstigen Outdoor-Schuh seid, der trotzdem einigen Anforderungen gerecht wird. Ich sag dann mal tschüss, tschüss und bis zu den nächsten Videos.